Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Omsi, der Omnibus-Simulator, und oh, ist es laut. Ja, wir stehen hier auf der Karte Neuendorf mit einem neuen Setra-Bus, der hier erschienen ist. Nämlich der Setra S313UL, wovon ich noch gar nicht mal wusste, dass der überhaupt existiert in dieser Version mit 13 Sitzreihen. Und ich habe jetzt eben mal ganz schnell einen Neuendorf-Repaint hier zusammengestellt und bemerke gerade, dass dieser Bug, dass das alles spiegelverkehrt dann abgebildet wird, doch nicht mehr da ist. Habe ich das jetzt schon in weiser Vorhersicht, habe ich das jetzt schon so spiegelverkehrt raufgemacht, aber dann ist es jetzt doch... Oh, verdammt. Darf ich also nochmal neu machen. So. Also, wir stehen hier jetzt auf der Karte Neuendorf mit einem Setra S313UL, also mit 13 Sitzreihen und ich glaube 10 oder 11 Metern Länge. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Und wir haben hier halt wieder diese schönen Sitze, diese, ich glaube, eher in den Stadtüberlandbussen, nicht in diesen niederflurigen Überlandbussen verbauten. So. Und ja, wir haben hier ein bisschen Sonderausstattung anscheinend. Wir haben hier nämlich irgendwie so richtig interessante Fenster, die ich jetzt persönlich aus wirklich keinem Setra-Bus so kenne. Dann haben wir hier die vollverglasten Türen und ja, alles eigentlich interessant. Und hier noch Vorhänge, die ich vielleicht auch nochmal, ich glaube, wenn das jetzt auch von der Textur her geregelt ist, kriege ich das vielleicht auch nochmal weg. So. Wir fahren dann heute übrigens auch die Linie 302 in Richtung Bad Warmfeld. So, jetzt muss ich mich hier natürlich wieder mit diesem ungarischen Ibis-Drucker-Dingsen herumschlagen. So, ich hoffe einfach mal, dass CL jetzt nicht... Doch, das war... Ja, okay, ich kann halt kein Ungarisch. Dann war das... Warte, ich mache einfach so. 01. So, Bad Warmfeld. Ne, das ist das andere. Ach, verdammt. 02. Enter. Bad Warmfeld, 302. Wir haben hier übrigens auch so eine kleine Matrix. Es wäre natürlich auch schön gewesen, wäre es jetzt hier die komplett normale Front gewesen. Das wäre dann eigentlich auch ganz cool. So... ja, hier sieht man den jetzt auch einmal von draußen. Ist halt schon ein bisschen kürzer als der ganz normale. Ist nicht schlecht gemacht, aber es fehlt halt wirklich immer noch der normale, wie ich finde. Oh. Der hat das Skript von Morphy, das ist auch interessant. So. Dann Gang einlegen. Genug Druck, Luft haben wir ja. Und jetzt... Ja, der beschleunigt übrigens auch ein bisschen schnell, ist mir auch aufgefallen. Wobei, das haben die anderen auch schon getan, die anderen drei Busse. Zwei Busse. So, ich spule mal eben... Ah, nee, ich glaube, 2 Minuten reichen. Rote Schrift wieder weg. Und da fährt ein LKW durch Taxis. Ja, kann man mal machen. So, will hier jemand mit? Haltestellenbremse hat der übrigens nicht. Und jetzt will ich hier noch einmal diese schöne Tür aufgehen. Scheint gerade niemand mitzuwollen. Okay. Aber ich muss hier doch eigentlich... Hier ist doch der Einstieg. Ja, 302 Einstieg. Will also an diesem Samstagmorgen noch niemand mit nach Bad Warmfeld zum... Ich glaube, das ist irgendwie so ein Kurhaus oder so ähnlich. Oder ein Kloster. Ich weiß gar nicht mehr, was da in der Readme stand. Und ich habe jetzt nicht einfach so die Zeit vorgespult, um nochmal zu gucken, ob welche mitwollen. Aber nö, wollen nicht. Das heißt, Tür zu, zweiter Gang rein und warten, dass die Ampel grün wird. So. Ich habe jetzt auch gelesen, dass der eigentlich auch an, dass der Ersteller, LND, eigentlich auch an einem Setra S315NF arbeitet. Dieser aber anscheinend eingestellt ist, weil es zu wenig Bilder gibt. Und der LKW, der ist irgendwie blöd, weil der fährt hier die ganze Zeit im Kreis. Weil seht ihr, der biegt ja gleich wieder ab. Fährt durch die Taxis. Na, ja, da kommt er. Fährt jetzt hier durch die Taxis und biegt dann hier in diesen Kreise ein und fährt dann halt immer so weiter, weil der wahrscheinlich hier nicht abbiegen kann und dahinter kann er auch nicht lang, weil da für LKWs gesperrt ist. Der beschleunigt verdammt schnell. Jupp, der fährt jetzt einfach stumpf im Kreis. Ui,
Knapp. Sehr knapp. So, ja, hier haben wir jetzt so einen schönen texturierten Vorhang. Ich hoffe, da gibt es noch irgendwann eine Mod oder wenn es halt mit Texturen geregelt ist, dass es dann einfach so, dass ich es dann so wegmache. Und was ich jetzt auch endlich mal schön finde, ist, sind hier Griffe anmontiert und eine richtige Sitz, also so eine richtige Stofftextur am Hinterdingsen vom Sitz. Das ist bei den anderen Bussen nicht so gewesen. Wobei, ich denke mal, wenn ich herausfinde, wie sowas geht, dann würde ich hier gerne die Sitze aus dem 319 UL einbauen. Weil ich finde die irgendwie besser in so einen Überlandbus passend. Wobei, das könnte man dann auch per CTI regeln lassen. Aber ich kenne mich halt mit Skripts nicht so aus. Ich kann ja beim OMSI nachfragen. Mal sehen, ob die so freundlich sind und mir helfen. Sind die meistens. Denke ich mal. Ja, sind die. Weil ich kenne mich mit Skripts überhaupt gar nicht aus. Und mit Modelldateien wahrscheinlich noch weniger. Also Busbau ist so überhaupt nicht meins. So, es wäre jetzt schön, wenn es... Ja, es wird grün. Ich habe jetzt schon ein bisschen Verspätung wahrscheinlich angehäuft. So. Nächste Haltestelle ist Rochusbrücke. Und dann sind wir auch schon am Hauptbahnhof in Neuendorf. Oder überhaupt am Bahnhof. Ist ja nicht unbedingt ein Hauptbahnhof. Nein, nee, vierter Gang war ich gerade eben. Ach, da ist er. Haltestelle. immer noch niemand mit? Ups. Immer noch niemand mit? Habe ich irgendwie was Falsches geschildert? Ich meine, Bad Warmfeld stimmt doch schon. Okay, dann fahre ich halt weiter. Niemand will mit mir mit. Aber vielleicht am Hauptbahnhof. Oder, ja. Ich sage mal Hauptbahnhof, das heißt aber auch nur Bahnhof. Ach, schön, so ein schöner Morgen in Neuendorf, so ein schöner Sonnabend. Da hat gerade ein Gebäude nachgeladen. Und mal sehen, ob jetzt welche mit wollen. Und wenn nicht, dann muss irgendwas mit der Hofdatei falsch sein. Oh Gott, der hat aber echt einen Kurvenradius. Das war gerade irgendwie... Der hat ein bisschen gebraucht, bis der einschwenkt. So, jetzt muss ich ja da halten. Aber mal gucken, ob das funktioniert jetzt. Und es will niemand mit. Ich probiere mal eben was. 302... Babybad Warmfeld. Ah! Okay, das ist dieser Citaro-Bug. Der beim früheren Citaro auch war. Dass man hier einfach nochmal neu schildern muss, sozusagen. Das noch einmal über die Blödfunktion. Und der stellt sich da auch übrigens super hin. Er hatte freie Auswahl, um sich hier irgendwo hinzusetzen. Aber er stellt sich hin und diese beiden auch. Clever. Oh, ich habe übrigens 2 Minuten Verspätung. Das will ich natürlich jetzt aufholen. Und ich habe nur eine Nachbarkachel gerade aktiviert, wie man hier vielleicht sehen kann. Das muss ich ändern. Das kann ich auf Neuendorf garantiert auf jeden Fall ändern. Tada! Ich finde es ja irgendwie komisch. Wenn ich jetzt hier diese Nachbarkachelanzahl ändere, dann wird es angezeigt, dass es irgendwie erst nach einem Neustart gilt. Aber man hat ja eben schon gesehen, dass die Karre dann direkt nachgeladen wurde. Da stimmt vielleicht irgendwas nicht ganz. So, und das ist übrigens auch wieder eine Folge, die ich einschiebe. Ich habe jetzt eigentlich schon O307 auf Frankfurt aufgenommen. Aber da fand ich dann doch das hier ein bisschen wichtiger mit dem Bus hier. Wollte da jemand mit? Nein, wollte zum Glück nicht. Ja, ich bin ein wenig überrascht gerade von der Haltestelle gewesen. Aber das Gute ist ja, ich kenne auch den Weg, nur die Haltestellen weiß ich nicht, wo die sind. So. Nächste Haltestelle ist Rudolf-Diesel-Straße. Okay, in den vierten Gang hätte ich jetzt gar nicht schalten müssen. Weil wir hier nämlich schon gleich wieder halten müssen.
weil hier einfach ein Ampelrot ist. Und der LKW, der klaut mir jetzt hoffentlich nicht die Vorfahrt oder fährt mir irgendwie rein. So, lassen wir die dann mal rein. Ich will immer die Haltestellenbremse übrigens aktivieren, aber der hat halt keine Haltestellenbremse. Hallo. Hallo. Aber das, der Bus ist ja schon irgendwie ganz cool. Vor allem hier voll verglaste Türen. Die sind sonst, glaube ich, irgendwie nur in den Niederflurbussen verbaut worden. Habe ich auch gelesen im Forum. Nächste Haltestelle ist Landskrankenhaus. Und da ist schon wieder eine Ampel rot. Und der versperrt hier übrigens die Sicht in den in den Rückspiegel. Kann man das hier auch? Oh, ja, okay, das geht. Also ich würde persönlich noch einige Sachen so ein bisschen an dem Bus hier umändern. Die UL-Front, weil da ist das hier ja noch, dass man hier noch so einen Kasten hat. Und das ist dann da so alles hinter ist, diese Anzeigen. Also jetzt nicht direkt so. Ich würde dann noch die... Hier unten ist das, also die Türen, wo das hier unten noch verkleidet ist, reinmachen. Und halt noch die anderen Sitze. Also ich würde da so ein bisschen was modden. Aber mir fehlt halt die Kenntnis sozusagen. So. Sie können sofort aussteigen, ist ja unmöglich, wie Sie fahren. Taxifahrer. Taxifahrer und ich fahre. Bin vielleicht ein bisschen zu schnell gefahren. Okay, Warnblinker rein und. 8 Minuten. Na super. Ich lasse sie gleich an der nächsten Haltestelle raus. Okay. Okay. Ja. Fahrgäste antworten natürlich nicht. Sind ein bisschen wütend. Aber ich finde eigentlich hier, der Fahrgastraum ist ja eigentlich auch schon wie beim... Moment mal. Wie geil ist das denn? Ach, cool. Man kann hier selbst sogar hier noch welche runter machen. Das ist ja geil. Es sieht dann zwar irgendwie so aus wie ein Gefängnisbus, aber... trotzdem irgendwie schon cool. Na, okay, ich hätte den vielleicht vorlassen sollen. Ich war natürlich heute auch wieder so grandios... ein Unfall. So. Ach, Neuendorf bin ich auch schon ewig nicht mehr gefahren. Das letzte Mal, glaube ich, als das O405G-Addon. Ich wollte nur gerade eben das Mikrofon mal eben so richten, dass ich da jetzt nicht mit meinem Kinn dran komme. Also ich habe jetzt hier so ein Headset-Mikrofon. Und dann wäre ich schon fast wieder in parkende Autos reingefahren. Ich sag doch, ich fahre heute super. Wenigstens nehme ich nicht den Bordstein mit. So, was ich auch noch eben vorher sagen wollte, wo ich dann aber auch wieder durch, ich glaube, die Haltestelle kurz nach dem Hauptbahnhof durchgebremst wurde. Ich habe ja eigentlich schon, also das ist jetzt wieder nur eingeschoben. Diese Folge hier, weil jetzt halt dieser Bus rausgekommen ist. Ich habe ja schon O307 Version 2 auf Frankfurt aufgenommen. Und ja, kommt doch irgendwann dann. Das heißt, wenn ich da irgendwie so labere, wenn ich da irgendwie was Aktuelles anscheinend anspreche, dann ist das jetzt aus eurer Sicht nicht mehr aktuell. Das ist dann natürlich klar. Ich habe übrigens auch was richtig Tolles im Omsi-Forum gelesen, aber ich glaube, das hat auch schon jeder mitbekommen. Also, ich bin irgendwie happy, dass jetzt so ein Doppelgelenkbus kommt. Da bin ich schon irgendwie total gespannt drauf. Ich bin überhaupt auch mal gespannt drauf, wie sich dann sowas in Omsi wirklich fahren lässt. Weil Doppelgelenkbus ist halt schon eine Herausforderung mit... mit mehr als, ich glaube, 25 Meter oder, ja, sind, ich glaube, das sind 25 Meter, genau.
Und 25 Meter ist das schon ein bisschen eine Herausforderung, denke ich mal. Und dann fehlt natürlich auch noch eine passende Linie, wo man dann halt den Bus auch drauf einsetzen kann. Weil ich glaube 109, weiß nicht, ob man das sind da... Sind Sie hier der 18er Tageskarte oder ist es... Oh, also jetzt ich muss bin der ich, Meinung, dass da einer mindestens fehlt. Jetzt muss ich hier wieder, wie ging das nochmal? Enter. Entschuldigen Sie, ich wollte gerne eine Fahrkarte haben. Einmal normal, bitte. Das mit dem Drucker habe ich auch noch nicht so ganz raus. Aber ich glaube beim GT, beim 317 GT, habe ich mir noch gar keinen anderen Drucker eingebaut. Oder bin ich jetzt gerade wieder so ein bisschen Brain AFK, aber ich bin halt auch relativ müde, obwohl es gerade mal erst 22:31 Uhr ist. Und ist es Wochenende. So. Es will auch niemand raus. Fragt sich nur, wie lange das noch anhält. Ich mache hier nochmal so ein bisschen. Ich richte mich auch eigentlich nach den Fahrzeiten. Es sieht irgendwie schon cool aus jetzt hier, wenn man das hier alles so runter machen kann. Achso, die Winde. Ich dachte, die steht da jetzt einfach nur so. Ja, man merkt, dass ich vielleicht noch ein bisschen. Dass ich vielleicht ein bisschen Schlaf brauche. So, und jetzt verlassen wir natürlich auch schon Neuendorf und begeben uns in Richtung Bad Warmfeld. Und der Bus, der ist schon relativ schnell. Also da hat man schon eigentlich ordentlich gut Geschwindigkeit, wenn man beschleunigt. Nur die Bremsen sind vielleicht ein wenig schwach. Hat man ja vielleicht eben gemerkt. Ach, und schön auch mal wieder hier auf so einer Karte zu fahren. Bin ich auch eine Zeit lang oft und gerne mit einem älteren Bus gefahren. Die Linie auch überhaupt, also die Linie auch hier mit dem O307. Da habe ich den, glaube ich, auch zum ersten Mal drauf getestet. Oh, und der hat sogar einen sechsten Gang. Das hatte der GT, glaube ich, nicht, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen. Irgendein Schaltgetriebebus hatte das nicht. Also hatte keinen sechsten Gang. Es müsste der O307 gewesen sein. Der GT, der müsste sechs Gänge mindestens gehabt haben. Ich glaube, mehr als sechs Gänge geht in Omsi auch gar nicht. Zumindest wenn es um Schaltgetriebe geht. Oder? Nee, da dürfte. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich halt mit Skripts nicht aus. Also ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Baumarkt Nagel. Mhm. So. Also diese vollverglasten Türen kenne ich eigentlich auch wirklich. Eigentlich auch nur aus. Den NFs. Wobei, ich weiß gar nicht, ob die NFs, die bei mir in der Nähe herumfahren, ob die die voll verglasten Türen, also auch komplett verglast haben oder hier unten noch verkleidet. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich muss mal ein Bild im Internet raussuchen. Und nochmal nachgucken. Ich meine, die... Ich hab's echt nicht im Kopf. Wir haben ja C315 NFs und 319 NFs hier noch rumfahren. Und ich meine, zumindest die 319er haben hier unten noch so verkleidet, also nicht komplett voll verglast. Oh, und der Bus ist fast... Ja, fast leer. Und wir sind auch schon gleich am Ziel, fällt mir gerade auf. Die Linie ist halt irgendwie nicht so lang. Na gut, wir haben jetzt auch ein bisschen Verspätung gesammelt, weil ich habe einen Unfall gebaut. Weil dieser Bus ein bisschen schwache Bremsen hat. Oh, und hier sind wieder zwei LKWs, die hoffentlich nicht im Kreis fahren. Nein, warum...
keine gute Idee, einfach so in den zweiten Gang. Moment mal eben. Sind die gerade eben... Es ist eine Einbahnstraße, hallo? Da stimmt noch was mit den Verkehrsregeln nicht. Okay, jetzt habe ich den Bordstein mitgenommen, weil ich sonst wahrscheinlich die LKWs gerammt hätte und dann hätte ich einen Unfall gehabt. Und das möchte ich natürlich nicht. Nicht schon wieder. So, zu spät. Kein Wunder. 10 Minuten. So. Rückfahrt mache ich jetzt aber nicht mehr. Also, das wäre es jetzt von dieser Folge OMSI. Ich hoffe, euch hat diese OMSI-Folge gefallen. Den Bus, den gibt es im OMSI-Forum. Klare Empfehlung. Toller Bus. Und dann sehen wir uns in der nächsten OMSI-Folge, die dann hoffentlich auch die Freifurt-Folge sein wird mit den O307. Also, macht's gut. Tschüss.